Im heutigen Video statten wir den Soras einen Besuch ab und kämpfen wohl gegen den nervigsten Gegner in dieser Mod, einem goldenen Exalfoss. Und damit viel Spaß beim TOTK Challenge Mode. Heute geht es zu den Soras und deshalb schleudern wir uns hier einmal hoch. Und wir sehen natürlich wunderbar aus mit der Jägermaske, die nach wie vor überhaupt nicht zu unserem Outfit passt. Aber gut, was will man machen, Leute? Ui, da ist der Todesstern. Ah, ich denke, den ganzen Spaß hier oben werden wir auf jeden Fall mal erkunden. Auch wenn sich ja bisher noch nicht so viel in den Himmelsinseln getan hat. Aber wer weiß, vielleicht hatten wir auch einfach nur Pech. Ansonsten hoffe ich mir natürlich ein paar Änderungen auf dem Weg zum Wassertempel. Na gut, dann schauen wir mal. Was gibt es denn hier oben überhaupt? Also, wir dürfen auf jeden Fall einmal dort hinten erstmal zu dieser Plattform. Denn von dort aus soll man, nehme ich zumindest mal an, mit einem Gleiter zu dem Todesstern, hoppala, fliegen. Und da kommt einfach mal ein Blutmond. Ich bin ehrlich, der hat mich gerade schon ein bisschen erschrocken. Das Ding ist nur, ich sehe hier gar keinen Gleiter. Also, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hier ist aber eine Truhe. Okay, was könnte da drin sein? Eine alte Karte. Hä? Das ist ja seltsam. Okay, die bringt uns halt überhaupt nichts, aber ja, gut. Ich weiß Bescheid, aber wie komme ich jetzt hier weg? Also, das sah mir eigentlich ziemlich stark nach einer Startbahn aus. Wie es aussieht, ist es aber doch keine gewesen, sondern stattdessen ist das hier wohl eine Landebahn, I guess. Wir könnten trotzdem versuchen, da irgendwie hochzukommen. Die Frage ist natürlich, wie. Ich habe doch bestimmt noch Gleiter da. Ich habe noch Gleiter und ich habe aber auch noch Ventilatoren. Ich hätte aber auch noch Sprungfedern. Ich glaube, to be honest, sogar die Sprungfedern sind gerade unsere beste Hoffnung. Ja, wobei, ich glaube nicht, dass wir so weit fliegen, oder? Actually doch, ich glaube, wir probieren es. Also, nehmen wir mal eine Sprungfeder. Ich weiß nicht mal, ob eine ausreichen wird. Ich probiere mal erstmal aus, wie hoch ich damit komme. Okay, höher als ich dachte. Deutlich höher als ich dachte. Dann passt das eigentlich. Vielleicht sollten wir uns aber noch ein bisschen näher an den Rand stellen. Dann sparen wir uns ein paar Millimeter. So. Okay, die ist jetzt natürlich maximal blöd platziert. Jetzt aber. So, komm, einmal rauf da. So, und dann machen wir Folgendes. Wir zücken einmal den Spaß. Okay, das wird sehr, sehr knapp, actually. Kann ich von unter dem Ding eigentlich einen Deckensprung machen? Das sah nicht danach aus, bin ich ehrlich. Jetzt dürfen wir hier einmal wieder zurück, bitte. Ich will gucken, ob das jetzt wirklich nicht geklappt hat. Denn warum sollte hier kein Deckensprung funktionieren? Nee. Doch, da war eine Stelle. Eine Stelle war da. Oh mein Gott. Ist das unlucky jetzt? Das ist sehr, sehr unlucky. Oh, oh. Also, ich hätte gedacht, dass das hier alles ein bisschen leichter funktionieren würde. Aber nee. Okay, wisst ihr was? Ich könnte eventuell eine Sprungfeder droppen und hoffen, dass das funktioniert. Boah, das ist mir schon wieder alles viel zu tricky. Okay, das hat funktioniert tatsächlich. So, dann starten wir mal von hier oben aus. Okay, bitte löst dich nicht instant auf. Ja, komm, komm, komm. Ich kann mich hier festhalten. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir einfach nur warten. Oh, sag mir bitte, dass das funktioniert hat. Ich habe auf jeden Fall noch mehr als genug Ausdaueressen. Deswegen, darüber mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken. Oh, perfekt. Und ich kann auch hier oben drauf stehen. Jetzt muss ich nur den Eingang finden. Ich bin überrascht, dass das überhaupt funktioniert hat. Ich habe mich echt schon hier meine Sprungfeder verlieren sehen. Aber irgendwie hat es doch mal ausnahmsweise geklappt. Zu meiner eindeutigen Überraschung. Sag mal, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Ist der jetzt einfach gedespawnt oder was hier passiert? Ist hier der Eingang? Ja, okay, cool. Wenn ich den mal irgendwie sehen könnte. Ach, hier ist er doch. Hoppala! Hier haben wir den Jirutag Matzschrein. Okay, absolut wilder Name. Aber auch einen Kapselspender. Mal schauen, was haben wir denn hier für Materialien? Habe ich denn überhaupt genug Energiesphären? Doch, mehr als genug. Gut, tun wir mal 5 hier rein. Was bekommen wir? Auf jeden Fall wieder Gleiter, Laser, glaube ich. Transporter, auch nicht schlecht. Ja, und Ventilatoren. Das ist sogar ein ganz guter Kapselspender, würde ich mal einfach sagen. Jetzt würde ich gerne noch in diesen Schrein rein. Ist wahrscheinlich nur ein Segensschrein, aber ist mir ehrlich gesagt auch egal. Beschwingt, okay, das ist kein Segensschrein. Aber es ist ein Gleiterschrein, basically. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Wo gab es nur die geheime Truhe? Ich glaube, die war dort drüben. Naja, was heißt geheime Truhe? Geheim klingt so, als wäre die Todesversteckt, was sie ja nicht ist, aber es sind auf jeden Fall die Bonustruhen. Vielleicht ist das der bessere Begriff. So, wir brauchen den Gleiter. Denn den müssen wir jetzt hier auf diesen Transporter packen. Ja, so Pi mal Daumen.
Naja, gut, so ganz gut klappt das noch nicht. Nee, okay, das ist jetzt sogar noch schlechter geworden. Na komm. So, und jetzt cruise mal los. Warum willst du nicht? Zu wenig Schwung? Na komm, jetzt aber. Ja, perfekt. Geht doch, geht doch, geht doch. Komme ich da oben direkt hoch? Wahrscheinlich nicht. Der Schwung wird höchstwahrscheinlich nicht ausreichen. Nein, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt ist die Frage, was hat mir das überhaupt gebracht? Hat mir das überhaupt was gebracht? Ich glaube, nein. Kann ich diesen Gleiter hier so platzieren? Ja, kann ich. Aber wird die Range ausreichen dafür? Ja, ebenfalls. Perfekt. Dann hat sich das ja geklärt. Das haben wir hier drin. Mal wieder eine neue Waffe. Wäre doch nice. Ah, nee. Nur großes Sonanium. Okay, ich hätte jetzt echt erwartet, dass hier wieder irgendwie ein neuer Schild oder so drin ist. Weil das ja schon ein sehr, sehr markanter Schrein war. Aber... nee, scheinbar nicht. Schade aber auch. Gut, jetzt brauchen wir noch diesen Ventilator und dann sollten wir da easy rüberkommen. Betonung liegt natürlich auf sollte, denn, kann immer irgendwas passieren, gerade bei meinem Glück. Ja, hat das Schicksal doch schon sehr oft bewiesen, was so alles daneben laufen kann. Okay, aber wir fliegen hier eigentlich wirklich in straighter Linie zu unserem Ziel. Wunderbar. Habe ich eigentlich jemals erwähnt, dass ich die Schreinmusik über alles liebe? Und wir haben jetzt 8 Segenslichter. Die sollten wir auf jeden Fall mal bald ausgeben. So, du bleibst bitte einmal stehen. Oh mein Gott, okay, das Teil hittet mich einfach. So. Stehen geblieben jetzt. Danke. Oh, Moment mal. Wir haben doch hier noch einen Gleiter. Wir könnten uns das Leben natürlich ein bisschen einfacher machen. Ich überlege nur gerade, wo ich hin muss. Ich muss doch wahrscheinlich direkt zu Sidon. Moment, kann ich überhaupt schon zu Sidon, ist die Frage. Jetzt bin ich mir doch ein bisschen unsicher. Okay, lasst mal schauen. Oh mein Gott, das war ein bisschen zu knapp. Das war viel zu knapp. Also da oben ist Sidon auf jeden Fall. Und da wäre auch ein Schrein. Das heißt, wir gehen so oder so erstmal dorthin. Denn da können wir im Notfall erstmal einen Schrein aktivieren. Und lieber erstmal einen Schrein aktiviert haben, als den ganzen Weg hier wieder nach oben zu traveln. Ja, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und was mit den Kakudas da eigentlich? Sind die immer noch hinter mir her? Ja, sind sie. Aber die treffen halt nicht. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal keine große Rübe darum. Aber blöderweise sehe ich die auch einfach nicht. Ach, da hinten ist einer. Nee, weißt du was? Ich lasse dich mal am Leben. Dafür, dass du eh nicht getroffen hast, denn scheinbar hast du mich verschont oder bist halt einfach übel lost. Wahrscheinlich eher letzteres, aber ist mir egal, actually. Ich bin nur froh, dass ich nicht attackiert wurde. Naja, beziehungsweise nicht getroffen. Attackiert wurde ich ja. Oh, hier ist noch eine Truhe. Die ist aber sehr, sehr spät reingerendert. Was haben wir hier? 5 Riesenleuchtsamen. Wow, wunderbar. Das hat sich mal maximal nicht gelohnt. Mifas Stätte, so. Der Spaß muss hier einmal aufgemacht werden. Und zwar mit Wasserfrüchten. Zack. INA-Schrein. Okay. Ich aktiviere den erstmal nur. Ich würde noch nicht unbedingt reingehen. Ich will erstmal schauen, ob ich hier direkt mit Sidon sprechen kann. Hallo Sidon, Ibims. Okay, wie es aussieht, konnte ich mit Sidon sprechen. Was ist jetzt nur meine aktuelle Quest? Okay, wie es aussieht, kann ich noch nicht die Quest hier machen, weil ich nochmal mit Pura sprechen muss. Deshalb hole ich das mal ganz kurz nach und dann sehen wir uns wieder. So, die Hauptquest wurde jetzt aktiviert. Die nennt sich nämlich die 4 Regionen. Irgendwie ist mir das wohl einfach entgangen. Aber ich nehme mal stark an, dass ich jetzt mit Jona sprechen muss. Ich probiere trotzdem erstmal kurz nochmal mit Sidon zu sprechen. Okay, ich wurde abgewimmelt. Das bedeutet, wir dürfen auf jeden Fall mit Jona sprechen. Aber das ist nicht so schlimm, denn von hier oben ist das ja ein leichtes, zum Suradorf runterzufliegen. Und hochzukommen wird jetzt auch nicht mehr so schwer, jetzt wo wir den Schrein aktiviert haben. Ich würde nur gern mal so eine Sora-Waffe finden. Das würde ich nämlich sehr, sehr fühlen. Denn ich glaube, Sora-Waffen hier in dieser Mod könnten so wichtig sein. Gerade wenn man erstmal gegen Leun oder so kämpfen will. Oder generell gegen alle goldenen Gegner. Hier ist leider nur ein Topaz drin. Ja gut, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo die Fundorte von den ganzen Sora-Waffen sind. Aber ich denke, wir werden da früher oder später so oder so dran vorbeikommen. Spätestens in den Himmelsinseln, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort welche gab. Aber erst einmal dürfen wir jetzt hier runter. Dorf der Soras, da sind wir. Und hier oben gab es doch in BOTW einen Krogsamen, ne? Und in TOTK gibt es hier rein gar nichts. Schade, hätte ja sein können. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Hier haben wir noch einen Schrein. Den werde ich jetzt aber auch einfach mal skippen, denn ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen. Und die Schreine sind ja erstmal nichts Neues hier an dieser Mod. Deswegen sprechen wir schnell mal mit Jona. Und bei Gelegenheit werde ich auch mal meine ganzen Segenslichter eintauschen gehen. So, jetzt dürfen wir aber mit Sidon sprechen. Und gab es hier noch Sora-Waffen? Also in BOTW gab es hier auf jeden Fall ein großes Sora-Schwert. Hier gibt es, glaube ich, gar nichts. Oder? Haben die sich einfach nur besser versteckt? Nö, hier ist rein gar nichts. Schade aber auch.
Bisschen sad, dass sie hier auch an die Stelle überhaupt nichts Neues getan haben. Ich habe einfach den Schrein entfernt und das war's basically. Das macht diesen Raum ziemlich sinnlos. Naja, nicht ganz, weil ich glaube, von dort aus muss man oben die Kinder ausspähen. Für diese eine Quest. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche das war, aber ich glaube, ihr wisst genau, welche ich meine. Und wenn wir schon mal dabei sind, kochen wir auch mal eine Runde. So, jetzt wird hier eine Runde mit der Göttinnenstatue gebetet. Und dann, würde ich sagen, gibt es jetzt hier mal neue Ausdauer. Ich meine, an sich wäre Leben schon wichtiger bei so einer Mod, aber so ganz ohne Ausdauer ist auch ziemlich blöd. Deswegen, ich würde mir wahrscheinlich zweimal erstmal Ausdauer gönnen und dann alles auf Herzen ballern. Ich meine, wir kriegen ja auch ein paar Herzen, wenn wir die ganzen Tempel absolvieren. So, wir dürfen jetzt einmal zum Totosee gehen. Und soweit ich mich erinnern kann, gab es dort viele Monsterlager. Deswegen müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass die Gegner da nicht zu stark sind. Aber es wird höchstwahrscheinlich so sein. Ich meine, selbst dieser Exalfoss hier ist blau. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. So oder so, die müssen jetzt beide erstmal dran glauben. Okay, der eine hat halt so gut wie gar keinen Schaden bekommen. Aber jetzt, komm. Easy Clap, nennt man das. Und wir haben hier blaue Exalfoss Hörner. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Das Ding ist, ich meinte ja, dass diese ganzen Materialien gar nichts mehr bringen, aber tatsächlich haben die noch einen ziemlich guten Nutzen. Und zwar kann man diese ganzen Materialien, die man jetzt nicht unbedingt für Waffen-Upgrades braucht, an alle Pfeile tun. Das hat mir tatsächlich jemand in die Kommentare geschrieben und das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Einfall. Und da unten hätten wir einen goldenen Exalfoss. Ich meine, der hat nicht die stärkste Waffe, deswegen macht das vielleicht sogar Sinn, gegen den zu kämpfen, I guess. Vorausgesetzt, er macht nicht diesen da. Genau, den da. Weil das wäre sehr, sehr uncool. Komm mal her. Komm mal bitte zu mir. Oh mein Gott, der greift aber auch so schnell an. Der ist so schnell, Bro. Ja, das war daneben. Okay, wir müssen jetzt damit, glaube ich, angreifen. Okay, Schaden ist... Okay, ist vorhanden, aber er greift einfach zu schnell an. Ich hätte, glaube ich, direkt nochmal dodgen müssen. Holy moly. Übertreib halt. Also man merkt auf jeden Fall, die goldenen Gegner wurden ziemlich gebufft. Also alleine, weil man nicht mehr einfach den Flurry Rush machen kann und die gestunt werden. Oh mein Gott, der greift einfach in der Luft an, Bro. Ja, und dann kommt noch dazu, dass der einfach unberechenbar schnell ist. Oh mein Gott. Hör doch auf, bitte. Okay, jetzt direkt nochmal nach hinten. Genau deswegen. Oh mein Gott. Ich krieg den niemals tot. Ich sag's jetzt schon. Ich sag's jetzt schon, dass ich den niemals tot bekomme, oder? Na, wobei. Also mit der Waffe mache ich echt guten Schaden. Oh, wieder gedodged. Perfekt. Oh komm, lass mich bitte nicht sterben. Ja, perfekt. Mein Gott, mein Sora-Schild ist gleich einfach schon kaputt. Aber der Exalfoss kriegt auch gut Damage. Komm schon. Ja. Komm, 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 komm. Bitte stirb. Ja. Wir haben ihn besiegt. Oh, jetzt bin ich so auf das Horn gespannt. Und der hat auch einen Schwanz gedroppt. Und natürlich auch hier dieses Opalschwert. Aber das ist nicht ganz so wichtig. Okay. Sammeln wir erstmal das hier ein. Goldener Exalfoss-Schwanz. 49 Syntheseangriffsstärke. Das ist ziemlich strong. Dafür, dass man diese Peitschenfunktion damit bekommt, ist das ziemlich krass. Aber noch spannender wird es mit diesem Horn. Das gibt nämlich 60 Angriffsstärke. Okay, ich merke schon, wir steigern uns hier allmählich. Wir kriegen halt immer bessere Waffen, ne? Die Frage ist natürlich, wie weit können wir noch gehen mit unseren Waffen? Also, dieses Konstruktschwert... Ah, nee, wisst ihr was? Ich wollte jetzt tatsächlich hier schon was ranmachen, aber es macht keinen Sinn, denn ich glaube, mit Sora-Waffen wäre das alles noch smarter. Einfach aus dem Grund, dass man mit denen doppelten Angriff bekommt. Ja, und wenn man da jetzt was Sinnvolles findet, also abseits von dieser Sora-Lanze, weil die macht leider nur 4 Schaden. Ich hätte gern was, was noch ein bisschen mehr macht. Da hinten ist sogar noch einer. Oh nee, aber mit dem will ich es nicht aufnehmen, bin ich ehrlich. Die sind alle stark, ne? Okay. Katastrophe, Katastrophe. Okay. Können wir das hier aufsprengen, bitte? So, okay, das hat gar nichts gebracht, oder? Hat irgendjemand Damage bekommen? Nicht mal den Hauch von Damage. So, bist du One-Shot? Nicht mal One-Shot sind die. Okay, ich muss mich gegenheilen. Das macht ja mal gar keinen Sinn.
Das macht ja mal gar keinen Sinn. Was passiert denn hier? Du, komm her. Was? Der kann mich auch one-shotten? Ey, ich sterbe schon wieder an blauen Gegnern. Das ist so peinlich. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen kreativer werden. Ich habe sogar schon eine Idee. Wir brauchen dafür aber einmal diese Sprungfeder hier. So, perfekt. Komm, so. Okay, absolut daneben, oder? Bro, das war nicht mal ein Treffer. Geht doch. Meine Güte. Doch, den hat's getroffen. Oh, wow. Das war auch kein Headshot. So, ein Problem ist schon mal beseitigt worden. Fehlen nur noch 100 weitere. Aber dafür habe ich ja mein Trampolin. Na, kommt her. Geronimo! Okay, noch ein Saphir. Diesmal schön in die Menge rein. Oh, ja. So regelt man das hier. Okay, ich glaube, für den brauche ich einen stärkeren Bogen. Am besten friere ich den nochmal ein. Und jetzt ein schöner Headshot. Oh, yes. Der leidet mal so richtig. So, der schwarze Xalphos sollte, glaube ich, sogar noch leben da unten. Ah ja, der lebt noch. Naja, jetzt aber nicht mehr. Oh mein Gott, ich habe noch einen Pfeil. Also ich bin ehrlich, ohne Pfeil und Bogen könnte das hier echt nicht so einfach werden. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses Lager ohne Pfeil und Bogen gemacht zu haben, wahrscheinlich würde ich noch heute dran sitzen. Und jetzt ist da auch noch ein weiterer Xalphos, der mich wahrscheinlich one-shotten wird. Und da oben ist auch noch irgendwas. Okay, dann sollte ich lieber vorsichtig sein. So, erstmal einfrieren. Nicht, dass er mich hier wieder one-shottet, da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Hier sind nochmal irgendwelche Kreaturen. Also ich sehe zwei Fragezeichen, das sind mir ein paar zu viel. So, der muss weg. Der da hinten muss auch einmal sterben. Aber ich habe keinen... Ja, ich habe keinen Pfeil mehr. Und der da schießt um sein Leben. Haben wir Pfeile? Sind da Pfeile? Da sind keine Pfeile bei. Oh mein Gott. Okay, einmal bitte gegenheilen. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu tricky. Ich muss jetzt aber leider was hiervon essen. So. Kann ich den vielleicht einfach irgendwie loswerden mit einer Donnerblume? Maybe? Jit! Das war so klar. Der Pfeil kommt an, ehe die Donnerblume bei ihm ankommt. Das kann's nicht sein. Okay, okay, okay. Auf ein neues. Der kann aber auch so schnell schießen. Das ist ja so nervig. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich hinwerfe. Oh, das war perfekt. Das war actually perfekt. Gut. Dann, pass mal auf. Gleich kommen wir von oben. Oh mein Gott, der weiß aber schon Bescheid. Der weiß sowas von Bescheid. Und der da leider auch. Oh mein Gott, der schießt so schnell. Und seine Pfeile kommen auch so schnell hier an. Stirb. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Ich habe nochmal Pfeile bekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber gegen den komme ich, glaube ich, nicht an. So. Oh mein Gott, doch nicht so weit weg. Wir schleudern den hier Kilometer weit weg, aber das ist gar nicht mal so smart. So, komm. Okay. Voll daneben. Oh mein Gott, ich krieg den nicht tot. Ich krieg den nicht tot. Ich krieg den nur weggeschleudert. Solange der seinen blöden Bogen da hat. Moment mal. Da kann man noch ganz easy Abhilfe verschaffen. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Wir haben noch Funkelfrüchte. Hier. So, das war's mit deinem Bogen. Okay, Link, hör bitte auf dich zu ducken. Dann habe ich vielleicht auch eine Chance gegen den da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm her. Warum klappt der Flurry Rush nicht? Ja, endlich. Komm, den muss ich auch noch tot bekommen. Ich mag nämlich dein Horn. Oh mein Gott. Ich konnte nicht mal was dagegen tun. Oh Leute, wie lange brauche ich an diesem einen Lager? Das ist ja übel schwer. Okay, ich gehe den safen Weg einfach drumherum. Hoffentlich trifft er mich nicht. Ich habe zwar keine Pfeile mehr, aber ist mir egal. Es lohnt sich nicht, dieses Lager auszulöschen, um an Pfeile ranzukommen. Da sitze ich ja noch Ewigkeiten dran. Nee, muss nicht sein. Wir machen jetzt weiter mit der Story Quest. Also die goldenen Exile-Forste, die sind halt einfach zu stark. Also erstens mache ich kaum Schaden. Zweitens bin ich immer One-Shot. Drittens ist deren Angriffstempo so enorm. Viertens ist mein Flurry Rush gedebufft. Also nicht mehr so stark wie normalerweise. Fünftens, sie können sich nicht mal wirklich stunnen lassen, außer mit Funkelfrüchten, aber dann auch nicht sehr lange. Also ja, läuft blendend. Okay, helfen wir ihm mal mit seiner Steintafel. Okay, die kriege ich hier nicht raus, aber dann machen wir das so.
So, Steintafel, du darfst da einmal ran. Top! Hinweise über den Himmel haben wir jetzt freigeschaltet. Und jetzt müssen wir König Dorephan finden. Aber ich glaube, das sollte kein allzu schwieriges Unterfangen sein. Denn ich weiß ja schon, wo er sich befindet. Also, wenn ich richtig liege, müsste er entweder hinter dieser Wand oder hinter der anderen sein. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Ich würde es einfach mal hier probieren. Ah ja, okay, hier sind wir schon. Das Problem ist nur, wie kommen wir da jetzt rauf? Kristallwasserpalast. Ich habe ja noch nicht die Sora-Rüstung bekommen. Dann machen wir das vielleicht doch einfach so. Mal gucken, ob das funktioniert. Das wäre jetzt natürlich Premium. Ja, top. Aber hier sind Gegner, oder? Waren hier nicht gerade Gegner? Da waren noch gerade zwei Ausrufezeichen, oder bin ich blöd? Egal, wir haben König Dorephan gefunden. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, da raufzukommen. Aber ich erspare euch den Part natürlich auch, denn ihr wisst sicherlich, wie das funktioniert. Und deswegen sehen wir uns, wenn ich oben bin. Beziehungsweise, wenn ich mit dieser Quest hier fertig bin. Und ich realisiere gerade, dass ich keine Pfeile habe, um hier einmal durchzuschießen. Das ist ja wunderbar. Als ob es hier oben auch keine Pfeile gibt. Das ist ja crazy. Hätten wir uns doch mal die Pfeile bei dem Exalfos-Lager geholt. Aber hätte man ja jetzt auch nicht wissen können. Also hätte man schon wissen können, aber dran habe ich jetzt echt nicht gedacht. Moment, hier oben ist eine Kiste. Vielleicht haben die da extra welche reingemacht. Ein Holzpfeil. Okay, Nintendo hat mir hier ein Holzpfeil da gelassen. Ah, never mind, hier sind noch mehr Kisten. Ah, ja. Also, Nintendo war doch schlau genug, um genau dieses Szenario zu verhindern. Na, ein Glück. Ich war mir jetzt wirklich nicht sicher, ob es hier oben was geben wird oder nicht. Okay, ich habe jetzt 11 Pfeile. Sehr gut. Dann dürfen wir jetzt hier einmal mit einer Königsschuppe durchschießen. So, dann dürfen wir jetzt nochmal mit Sidon sprechen und dann können wir endlich in das Sora-Heiligtum gehen. Davor dürfen wir es aber natürlich mit dem Raubschleim aufnehmen. So, mal gucken, ob der hier verstärkt wurde. Aber ich denke doch mal nicht. Moment. Zünden wir dich mal an. Oh mein Gott, zeig doch deine Schwachstelle, Mensch. Oh oh. Bitte brenn, bitte brenn. Oh mein Gott, seine Schwachstelle ist immer nur für eine Millisekunde sichtbar. Das ist uncool. So. Jetzt aber, komm, stirb. Okay, er wurde auf jeden Fall nicht verstärkt, das kann ich schon mal sagen. Die Raubschleime wurden, glaube ich, insgesamt nicht wirklich angepasst. Zumindest bisher noch nicht, vielleicht in der finalen Version. Das fände ich ziemlich cool. Ich meine, die Raubschleime verdienen doch auch ein bisschen Liebe, oder? So, mal sehen, was hier noch in der Truhe drin ist. Vielleicht hat das ja einen Wert. Ein Königszweihänder. Haben wir eigentlich genug von, oder? Ich würde meinen, ja. Ja, und da ist eh nur Weitwurf drin. Also, actually, nee. Lassen wir liegen. Lassen wir hier liegen. Dann geht's jetzt mal zum Sora-Heiligtum. Sprechen wir nochmal mit Sidon, aber mir fällt gerade ein, ich habe noch immer nicht die Sora-Rüstung bekommen, also werde ich wahrscheinlich gar nicht hochkommen, oder doch? Naja, so oder so gehen wir erstmal in den Strudel rein. Noch müssen wir ja nirgends hoch, sondern nur hier runter. Und meines Wissens nach gab es hier nur in der, ich sag mal, Kanalisation Gegner. Das heißt, das wird hier leider auch nicht so spektakulär sein. Spannender wird vor allem halt der Weg nach oben sein. Oh mein Gott. Okay, wow. Jetzt bin ich hier für immer stuck, oder was? Hallo? Ja, es regnet auch noch. Ey, das kann's nicht sein. Ja, komm. Ertrink. Ertrink, Link. Nein, okay, ertrink halt nicht. Aber bleib bitte auch nicht einfach stecken. Danke. Alter, was war denn los mit ihm? Hier, ich will doch nur an diese blöde Truhe ran. Oh, Sora-Schwert. Sehr nice. 32 Schaden und das Ding hat auch noch plus 10 Angriffskraft. Genau sowas will ich haben, Leute. Dafür bin ich hier. Wenn ich da jetzt nämlich das Exalfos-Horn ranmache, müsste ich doch extrem hohen Schaden austeilen. Glaube ich zumindest. Jetzt dürfen wir aber hier erstmal was aufsprengen. Wie machen wir das? Ich habe nicht mehr so viele Donnerblumen, oder? Zwei Stück. Na, hoppala. Na gut. Eine kann ich dafür aufbringen, aber den Rest sollten wir vielleicht lieber mit einem Hammer oder so machen. So, dann einmal jetzt hier rüber. Ich glaube, hier gab es tatsächlich sogar noch mehr Sora-Waffen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, das ist das Heiligtum der Sora. Also wenn hier keine Waffen sind, wo dann? Ich sollte mich vielleicht auch zügeln, hier das Wasser direkt steigen zu lassen. Einfach aus dem Grund, weil dort unten, glaube ich, auch noch ganz viele Truhen waren, die man halt nur erreichen kann, wenn man das Wasser noch nicht, naja, zum Aufsteigen gebracht hat. Wie hier zum Beispiel. Hier ist eine Truhe. Mal gucken, was haben wir hier? Sora's Schild. Okay, ja, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich meine, es ist ein Sora-Item, aber es ist nicht das, was ich gesucht habe. Denn ich war mehr so auf der Suche nach Waffen.
und weniger nach Schäden. Und wie ich so gern zu sagen pflege, Angriff ist manchmal die beste Verteidigung. Na schön. Ich glaube, das war's jetzt aber auch mit den ganzen Truhen hier. Dürfen wir einmal da unten weitermachen. Ich brauche aber eine Waffe, um den ganzen Spaß auch zu zerstören. Wie wäre es mit... Nehmen wir den Zweihänder. So. Und jetzt mache ich einmal den hier. Hoppala. Oh, genau, den hatte ich nicht vor. Weil das war absolut nichts, was ich hier gerade gemacht habe. Okay, nochmal. Jetzt aber. Okay, nein. So. Auch nicht. Bro, warum geht das nicht? Es wird doch irgendwie möglich sein, das Ding da zu zerschlagen, oder nicht? Sag mal, bin ich gerade bescheuert. So. Okay, jetzt aber. Und... Okay, hat nicht so gut funktioniert. Komm rauf, 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 rauf. Bro. Ich krieg's nicht kaputt. Ich krieg's einfach nicht kaputt. So, wenn das jetzt nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Also das ist ja wohl mehr als genug Zeit, um einmal dagegen zu schlagen, oder? Geht doch, meine Güte. Warum war das jetzt gerade so kompliziert? Jetzt können wir da auch nochmal nachgucken. Ich glaube, da gab es auch was dort oben zumindest. Oder man musste da nur was zerstören. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne jetzt diesen Ort nicht super gründlich, aber so grob kann ich mich hier schon noch dran erinnern. Ich meine, ich habe doch die Sora-Challenge hier gemacht. Logischerweise. Und da habe ich, glaube ich, auch die Sora-Waffen gesucht. Okay. Jetzt selbes Spiel nochmal. Jetzt dürfen wir da irgendwie raufkommen. Hallo? Okay. So. Sollte doch jetzt eigentlich hinhauen. Mit der Zeitumkehr. Ja, perfekt. Und bam. Jetzt werden wir wahrscheinlich weggespült, oder? Ich meine, wir sind mitten im Wasserstrahl. Okay, never mind. Hier ist rein gar nichts. Also beziehungsweise ist hier nichts passiert. Da war auch nichts. Gut, dann dürfen wir jetzt da mal hoch. Und ich meine, dass es dort oben auch nochmal eine Truhe gab. Ich hoffe, ich liege damit nicht falsch. Oder war das hier unten? Hier irgendwo gab es, glaube ich, so ein Secret. Vielleicht war es doch hier unten. Nee, tatsächlich nicht. Gut, dann gucken wir mal weiter. Okay, gehen wir einmal in diese kleine Höhle hier rein. Hier gab es, glaube ich, ein Maioi, ne? Nee, ein Raubschleim. Was genau willst du eigentlich hier? Nee, das bringt nichts. Wir müssen das so machen. Oh, das ist ein Eisraubschleim. Ich verstehe. Gut, dann bringt Eis natürlich nicht so viel gegen den. Wie wär's mit Elektro? Hättest du Bock? Machen wir das so. Bam. Oh mein Gott, und ich lasse mich auch noch hitten. Komm, lass mich da bitte rangehen. Lass mich da bitte rangehen. Bessere Waffe bitte. Nein, das war so klar. Es ist immer so. Es ist immer so. In der letzten Millisekunde. Sag mal, hatte ich keine Elektrofrüchte mehr? Sind die alle weg? Okay, ich fühle mich gerade so heftig geprankt. Wir müssen es tatsächlich wieder mit dem Topaz probieren. Okay, und ich habe mich wieder selber getötet. Das gibt's doch nicht. Das kann's doch nicht sein. Ja, was soll ich da sagen? So ganz nach Plan verläuft das hier nicht, ne? So, du da. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Okay, einmal gegenschlagen, nur einmal. Dann war es das mit dem. Alter Falter, dass ich an dir gestorben bin, ist schon echt ein bisschen sad. Na gut, eigentlich bin ich an mir gestorben, weil ich mich mal wieder selber gekillt habe. Sora Großschwert, okay, hat sich gelohnt, hier ranzugehen. Then again, es macht halt leider gar nicht so viel Schaden, ne? Also 24 Schaden und das ist schon doppelt so viel. Immerhin hat es eine plus 3. Aber ist natürlich auch nicht die Welt. Hier ist ein Maioi, okay, wow. Das wiederum war es jetzt irgendwie nicht. Und ich muss auch aufpassen, weil ich habe gar nicht mehr so viele Pfeile hier, ne? Drei Stück. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Pfeile. Wird Zeit, dass wir zu den Gerudo gehen, wie es aussieht. Aber nein, noch bleiben wir hier. Wir wollten ja die Sora-Waffen haben. Und deswegen darf ich jetzt eigentlich nicht meckern, ne? Wollten Sora-Waffen? Wir bekommen Sora-Waffen. So, gehen wir einmal hier rein. Ah, hier sind nur Flederbeißer. Okay, das sind jetzt nicht die spannendsten Gegner. Ich glaube sogar, wir könnten den ganzen Spaß hier einfach skippen. Ja, okay, hier sind eh keine starken Gegner. Ich dachte, hier wäre irgendwas Spannendes. Und meines Wissens nach gibt es jetzt hier auch keine Truhe mehr, oder? Vielleicht hier? Nee. Ich glaube, hier sind keine Truhen. Dann benutze ich mal den Deckensprung. So, das hatte ich eigentlich vor. Oh! Ja gut, wenn wir schon mal dabei sind, können wir das hier doch mal öffnen. So, jetzt darf ich hier mal raufklettern. Perfekt. Dann würde ich hier gern rauskommen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier irgendwas noch finden kann, was irgendwie von Interesse wäre. So, einmal ganz runter damit. Ja, meines Wissens nach gab es hier gar nichts mehr. Also keine Truhen.
Wobei dort drüben vielleicht, da ist was. Da kann man irgendwas anzünden. Ich würde noch kurz da nachschauen. Vielleicht ist da noch eine weitere Sora-Waffe. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin. Und ich nehme mal vielleicht zwei dieser Bretter mit. Weil ich habe gesehen, dass man da irgendwas anzünden muss für. Also hier sind auf jeden Fall so Ranken. Ja, da ist eine Truhe. Das ist tatsächlich eine Truhe. Wenn wir das so machen, dann können wir das doch hier anheben. Hoppala, anheben. Dann zücken wir einmal so eine Feuerfrucht. Okay. Leider reicht das nicht. Da machen wir das anders. So. Komm, komm, komm. Ja. Dann machen wir uns hier so eine Plattform. So in etwa. Oh, die passt perfekt. Ich hoffe einfach nur, dass das Holz jetzt nicht auch anbrennt. Okay, das brennt auch. Komm, 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 komm. Es entsteht sogar ein Aufwind. Da ist irgendwas weggegangen auf jeden Fall. Ja! Sollte, glaube ich, reichen. Ist da jetzt irgendwas Nices drin? Ich glaube, ich bin noch nie in eine Truhe gegangen. Große Sono-Energiesphäre. Das hat sich absolut nicht gelohnt, Leute. Schade. Ich hatte gerade echt die Hoffnung, dass dort nice Sora-Waffen drin sind. Aber nee, leider nicht. Das war nur eine Sono-Energiesphäre. Eine große zwar, aber damit kann ich leider auch keinen Damage machen. Also, ja. Dann verlassen wir den Spaß hier mal. Okay, wie es aussieht, lässt mich Sidon einfach alleine. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal die Sora-Rüstung besorgen. Und dann geht es endlich nach oben zum Wassertempel. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr drauf gespannt. Ich denke nämlich, dort wird es die ein oder andere Veränderung zumindest auf dem Weg dorthin geben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge gefallen hat. Und damit würde ich sagen, ich bin euer Kamsen. Macht's gut.